Die Zombie-Droge Fentanyl wird in Deutschland beliebter, auch als Partydroge. In den USA führt das Opioid zu einer großen Zahl von Drogentoten. Nach Angaben der US-Regierung ist die Droge bei 18- bis 49-Jährigen Todesursache Nummer 1. Jetzt verbreitet sich die Droge, die eigentlich als starkes Narkose- und Schmerzmittel verwendet wird, auch in Europa. Mit drastischen Folgen für die Gesundheit. Fentanyl wirkt bis zu 50 Mal stärker als Heroin. Der Einsatz als Partydroge ist damit potenziell lebensbedrohlich. Und bei mir im Studio jetzt meine Weltkollegin Kaya Klapser. Kaya, schön, dass du bei uns bist. Hi, gerne. Eine der großen Krisen derzeit in den USA ist die aktuelle Drogenepidemie. Und du warst selbst als Reporterin 2 Monate in dem Land unterwegs. Wie hast du die Situation diesbezüglich wahrgenommen? Also es ist absolut verheerend, das kann man nicht anders sagen. Joe Biden, der US-Präsident, hat letztens von einer amerikanischen Tragödie gesprochen. Und ich glaube, das ist ein sehr treffender Begriff. Um es konkret zu machen, 2022 sind so viele Amerikaner an Drogen gestorben wie noch nie zuvor. Das waren 107.000. Das sind doppelt so viele wie 2015, also eine Verdopplung nur innerhalb von 7 Jahren. Und ein Großteil dieser Amerikaner ist eben an Fentanyl verstorben. Das dürfte vielen in Europa noch kein Begriff sein. Das ist ein synthetisches Opioid. Wahnsinnig gefährlich, schon 2 Milligramm, also das passt gerade mal so auf eine Bleistiftspitze, kann eine tödliche Dosis sein, 50 Mal stärker als Heroin. Und diese Droge hat eben die USA aktuell fest im Griff. Und das sieht man, um das noch zu sagen, nicht nur an den Statistiken, sondern auch wirklich im Stadtbild. Ich war in Portland, Oregon. Das war eine Geisterstadt. Ich bin da durch die Stadt gelaufen und das Einzige, was ich gesehen habe, waren Zelte mit Obdachlosen und Abhängige, die mitten auf der Straße konsumieren. Und sonst ist da kein Leben mehr. Und wie konnte das passieren, dass sich Fentanyl, Opioide generell in den USA so stark ausbreiten? Man muss sagen, dass das leider in Arztpraxen begonnen hat. Das hat mit Ärzten begonnen, die ihren Patienten starke Schmerzmittel verschrieben haben, die sie abhängig gemacht haben. Also klassisches Beispiel, ein junger Sportler hat eine Verletzung am Knie, der Arzt verschreibt ihm ein starkes Mittel. Dann ist irgendwann die Verletzung geheilt, aber der Sportler ist abhängig. Und dann kriegt er aber kein Rezept mehr und versucht, auf der Straße Heroin zu kaufen. So hat das alles begonnen und dann irgendwann ist das eben von Heroin auf Fentanyl übergegangen. Fentanyl, muss man dazu sagen, ist wahnsinnig günstig. Also zum Teil kostet eine Pille nur $1, kein Vergleich zu den hohen Preisen für Heroin und eben deutlich stärker, also für Konsumenten auch sehr attraktiv. In Europa hat man ja bislang noch nicht so viel von Fentanyl gehört, aber es gibt jetzt auch warnende Stimmen, die sagen, die Droge ist auf dem Vormarsch hier in Europa. Siehst du denn die Gefahr, dass wir jetzt nicht Zustände wie in den USA hier erleben könnten, aber dass sich diese Droge doch schnell verbreiten könnte? Ja, ich habe mit Sicherheitsbehörden gesprochen, mit Mitgliedern der Bundesregierung, mit Suchthilfeeinrichtungen und die sind alle in Alarmbereitschaft. Also die stellen sich schon darauf ein, dass die Zahl der Konsumenten steigen wird. Und das hat vor allem eine Hauptursache. Die liegt nämlich daran, dass wir in Europa unser Heroin fast ausschließlich aus Afghanistan bekommen. In Afghanistan herrschen aber die Taliban. Und die haben im April 2022 ein Verbot verhängt von Schlafmohnanbau. Und seitdem geht die Produktion, der Anbau, stark zurück. Und das Szenario, auf das sich jetzt eben die Behörden einstellen, ist, dass wir so wenig Heroin perspektivisch in Europa haben werden, dass dann eine Lücke entsteht, in die eben Fentanyl vordringen könnte. Und noch sieht man diese Knappheit des Heroins nicht, aber zum Beispiel der Generalsekretär von Interpol, mit dem ich gesprochen habe, meinte, er rechnet von 1 bis 2 Jahren und dann wird die Knappheit so groß, dass Fentanyl eben als Ersatz vordringen könnte. Als Ersatz vordringen könnte, aber gibt es jetzt schon Fälle oder wurden schon Fälle bekannt? Ja, es gibt immer mal wieder Fälle, die sind aber noch überschaubar. Mhm. Es gibt auch immer wieder Sicherstellungen. Wenn man sich die Drogenstatistik in Deutschland anschaut, wir hatten zuletzt 2022 72 Tote, die Fentanyl konsumiert hatten. Das ist überhaupt kein Vergleich zu den USA, aber die Sorge besteht eben, dass das jetzt relativ schnell, relativ stark ansteigen könnte. Kaya Klapser, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Gerne.